Hallo, ich bin der Christoph vom Session Music in Frankfurt und ich zeige euch heute von TC Helicon den Mic Mechanic. Wir fangen wie immer damit an, dass ich euch erstmal erkläre, was für Regler das Gerät hat, was für Ein- und Ausgänge hier vorhanden sind. Und dafür gehen wir mal direkt ans Gerät ran. Wir haben hier also den Mic Mechanic von TC. Auf der linken Seite habe ich erstmal den Mic Gain. Damit kann ich die Eingangsempfindlichkeit fürs Mikrofon bestimmen, dass ich auch das Effektgerät optimal ansteuere. Hier vorne habe ich den Mikrofoneingang. Der ist auch mit 48 Volt Phantomspeisung ausgestattet, sodass ich auch Kondensatormikrofone benutzen kann. Hier habe ich den Mikrofonausgang. Damit gehe ich dann dementsprechend in die Anlage, ins Mischpult, die Stagebox, was auch immer dann da ist. Hier habe ich die Stromversorgung. Mit dem mitgelieferten TC Electronic Netzteil wird das Gerät dann hier stromversorgt. Und über die USB-Schnittstelle kann ich das Gerät an einen Rechner anschließen, um zum Beispiel Firmware-Updates oder ähnliche Sachen runterzuladen. Vorne habe ich jetzt mit dem ersten Potty die Möglichkeit, die verschiedenen Presets abzurufen. Da habe ich verschiedene Hall-Echo-Programme. Da kommen wir dann nachher nochmal zu, dann hören wir uns die auch mal an. Der zweite Regler ist zwischen Dry- und Wet-Signal, also zwischen dem unbearbeiteten, trockenen Signal und dann dem mit dem Effekt bearbeiteten Signal kann ich hier hin und her regeln, wie viel Anteil ich wovon haben möchte. Und dann besitzt das Gerät noch eine chromatische Auto-Tune-Pitch-Correction, so dass ich im Prinzip, wenn ich ein bisschen daneben bin, mir das Gerät den Ton dann auf den richtigen Ton hinpitchen kann. Über den Tonregler habe ich die Möglichkeit, noch ein Preset dazuzuschalten, was aus einem De-Esser, Kompressor, Gate und EQ besteht. Und über den praktischen Fußschalter kann ich das Gerät dann ein- und ausschalten. Das sind erstmal so die Anschlüsse. Was ich persönlich sehr gut an dem Gerät finde, ist, dass es halt für alle, die etwas haben wollen, was leicht bedienbar ist, was übersichtlich ist, wo ich immer meinen Hall, den ich halt haben möchte, überall mit hinnehmen kann und auch selber die Kontrolle habe, wann ich wie wo was reinschalten möchte, sodass ich zum Beispiel, wenn ich zwischen zwei Songs was sagen will, irgendwie beim Gig, dann kann ich halt den kompletten Effekt ausschalten und wenn es dann wieder weitergeht, schalte ich ihn halt wieder dazu oder wenn ich bei bestimmten Passagen einfach nochmal ein Echo drauf haben möchte, kann ich das halt einfach über den Fußschalter hier optimal kontrollieren, muss mich nicht durch irgendwelche Menüparameter durchsteppen, sondern kann hier einfach schnell ausregeln, was für einen Effekt ich haben möchte und wie viel und wovon ich dann hier das Ganze einsetzen möchte. Fangen wir damit mal an. Ich nehme jetzt hier einfach mal mein Mikrofon und schalte den Mic Mechanic an. Da passiert jetzt erstmal noch nicht viel, weil ich hier den Regler auf Dry habe. Ich fange erstmal mit dem ersten Effekt an. Vorher mache ich nochmal die Tontaste rein. Da werdet ihr dann gleich merken, sobald ich die drücke, wird meine Stimme etwas klarer, durchsichtiger, nimmt die Dynamik ein bisschen weg und setzt sich damit dann auch gleich besser durch, wenn ich dann singe. Dann habe ich hier jetzt mal das erste Programm. Das ist ein Hallprogramm. Und dann kann ich hier meinen Hall-Einteil, indem ich hier drehe, dazu mischen, so viel Hall, wie ich eben haben möchte. Wenn ich jetzt weniger Hall haben möchte, kann ich das durchaus hier so ein Drittel bis halb benutzen. Oder wenn ich richtig dicken Hall haben möchte, kann ich durchaus auch weiter aufdrehen. Allerdings merkt ihr dann auch, geht die Originalstimme ein bisschen weg. Und wenn ich jetzt komplett aufdrehe, habe ich quasi nur noch Hallsignal. Das wird dann schon sehr schwammig. Ich würde so empfehlen, ein Drittel bis zur Hälfte. Da macht das Ganze ganz gut Sinn. Dann habe ich als zweites einen Clubhall. Der ist dann wirklich eher so ein Raum, also nicht so lang wie der andere Hall, den ich habe, aber durchaus auch effektiv für so einen räumlichen Hall gut zu gebrauchen. Und dann habe ich noch einen Raumhall, der etwas noch kürzer ist, noch etwas klarer kommt. Dann habe ich das erste Kombi-Programm. Da hört ihr schon, da ist Echo auch noch im Hintergrund mit dabei. Da kommen wir jetzt gleich zu einem tollen Feature. Ich habe die Möglichkeit, über diesen Ein- und Ausschalter das Echo von der Geschwindigkeit zu steuern. Ich zeige euch das mal. Also ich mache das Gerät jetzt erstmal aus, da hört man jetzt gar nichts. Wenn ich ihn jetzt einschalte, habe ich mein Hall-Echo. Wenn ich jetzt hier drauf bleibe, fängt er an zu blinken. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich will ein langsames Echo. Test. Oder ich kann sagen, ich will ein schnelles. Bleib drauf, der blinkt. Test. Das heißt, ich kann also auch mit dem Fuß auf der Bühne im Timing mein Echo reingeben, was ich persönlich ziemlich cool finde.
Wenn ihr jetzt dann noch steuern möchtet, wie viel Wiederholungen ich denn haben möchte, dann muss man schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen. Ich gebe euch jetzt gleich mal den Tipp und den Trick verrate ich jetzt hier gleich. Ihr geht auf den Tonregler und dreht gleichzeitig den Wet-Dry-Schalter. Das heißt, wenn ihr den nach links dreht, habt ihr wenig Wiederholungen. Test. Wenn ihr nach rechts dreht, habt ihr viel. Test. Ich mach mal so in die Mitte. Lass wieder los und dann speichert er das automatisch so unter diesem Preset ab, wie ihr es eingestellt habt. Finde ich auch eine ganz sinnvolle Funktion. Wir gehen mal weiter. Ein Club-Echo-Programm, also auch wieder ein etwas kürzerer Hall, mit aber dann dem Echo-Anteil noch mit dabei. Und hier habe ich dann noch ein Room-Echo, das heißt die Hallprogramme, die ich vorher habe, immer noch mal kombiniert mit Echo. Ich habe auch ein reines Echo. Da habe ich jetzt gar kein Hall, sondern wirklich nur Test. Reines Echo. Und ein Snap-Echo, das ist dann nochmal so ein ganz kurzes. Wer so im Stil der 50er Jahre oder sowas macht, da kommt sowas immer ganz gut. Ich persönlich, mir gefällt am besten hier diese Hall-Echo-Kombination. Und wenn ich den hier dann so auf halb drehe, dann habe ich da eigentlich eine ganz coole Geschichte. Wenn man den dann für Gesang zum Beispiel benutzt oder so. Finde ich, klingt echt ganz gut. Dann haben wir natürlich noch die Tonkorrektur. Die ist extra so ausgelegt, dass sie nicht diesen typischen Pop-Roboter-Effekt quasi macht, sondern wirklich sehr dezent chromatisch den Ton angleicht, wenn man mal so ein bisschen daneben liegt. Ich drehe die einfach mal rein und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr da was merkt, wenn man da jetzt zum Beispiel singt. Ich drehe die mal auf halb offen. Da bügelt er mir also den Ton relativ glatt hin, wo ich vielleicht so ein bisschen daneben liege, wenn ich es jetzt mal sehr stark reindrehe. Merkt man also, macht er das Ganze einfach nochmal ein bisschen glatter und schöner. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Das ist das, was das Gerät kann. Was mir persönlich eben sehr gut gefällt, ist, dass man halt Kompressor, Hall, Echo, also alles, was ich als Gesangseffekt so im Live-Bereich einfach brauche, in einem praktischen Gerät hat, das ich dann mit dem Fuß bedienen kann und in der Live-Situation ein- ausschalten kann, so wie ich es brauche und immer den Hall und das Echo, was mir gefällt, wo ich mich als Sänger am wohlsten mitfühle, dabei habe, nicht darauf angewiesen bin, was mir dann irgendwie der Tontechniker hinstellt oder was im Proberaum gerade halt verfügbar ist. Und leicht zu bedienen und ja, immer dabei. Und deswegen gefällt mir das Gerät hier besonders gut. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, dann lade ich euch ein, kommt bei uns mal mit dem Laden vorbei. Wir haben das Gerät natürlich testbereit bei uns. Wir haben natürlich die 3 Jahre Garantie, 33 Tage Rückgaberecht und 66 Tage Umtauschrecht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal dabei seid, vorbeikommt und dann den Mic Mechanic mal ausprobiert. In diesem Sinne, bis bald.